So, willkommen zurück bei Rusty Lake Paradise. Ich glaube, wir sind fast durch hier mit der neunten Plage, mit der Finsternis. Wir schauen trotzdem mal hier rein. Die letzte Folge hat die Nerven gekostet, weil Horoskope bzw. Sternzeichen kann ich mir ja mal so gar nicht merken. Hier können wir Feuer machen. Wir sind doch noch nicht ganz fertig. Können wir hier was draufwerfen? Grünes Pulver. Weißes Pulver. Ändert das irgendwas? Wollen wir was verschieben? Nein. Spitzhacke macht auch nichts. Ich wieder durchgucken, ob passiert nichts. Hier ist, da wird der Würfel drin sein. Gucken, was die Familie heute macht. Naja, du bist immer noch der Elefant. Du bist der Vogel, ich weiß. Uhu, ja. Wenn du eine Eule bist. Oma spielt Ente und er ist der Hirsch. Weiß noch nicht, was wir mit dem Feuer machen sollen. Schauen wir kurz am Strand. Kommen wir ganz raus. Ah, hier ist nichts. Auf dem Schlauch, denn ich hatte eigentlich erwartet, wenn wir dort die Treppe hochgehen, dass wir durch sind. Flut. Das Sonne ist Finsternis, Flut. Das See. Herrlicher Tag. Mit dem Bild kann ich halt noch 0, nix anfangen. Was kann ich jetzt hier mit der Mühle anfangen? Auch nicht mehr. Kann ich die zerhacken? Nein. Wasser. Wasser braucht man ja überhaupt nicht. Wozu das Feuer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sind auch nur 9 Sternzeichen abgebildet. Fehlen 3. Das ist eh zu viel. Wurde nicht benutzt. Feuer. Du Eule. Meine Schwester spielt die Eule. Weißes Pulver, Mist.
Wasser schauen. Hier ist nichts. Nichts drin. Feuer. Was hat es mit dem Feuer auf sich? Sonne, dunkel, Mond, Flut, bevor Tag. Sonne, Mond, Blut. Verflixt. Warum ihr immer die Geräusche macht, verstehe ich auch nicht. Skorpion. Wie ist es eingestellt? Skorpion ist das letzte. War ein Löwe mit dabei? Im Verbrennen? Kein Löwe. Zwillinge. Hier drehen, nein. Kann man hier noch irgendwas ändern? Die Sonne gibt es hier nicht, hier gibt es so einen Mond. Zu. Mond wird dunkel, wird zu Blut. Weißes Pulver, grünes Pulver. Sonne wird dunkel, Mond zu Blut. Der See wird grün. Nix. Scheiße. Woran unterscheiden die sich? Der steht nicht in der Mitte, der auch nicht.
Uhr. Irgendwas. Kann ich an den Figuren rumspielen? Nein. Sternzeichen zu tun. Nichts, oder? Was haben wir für das sein? Warum habe ich die ganzen Pulver noch? Das mit den Stöcken hatten wir ganz am Anfang. Da gibt's nichts. Spitzhacke habe ich auch benutzt. Bild anschauen. Gibt's hier irgendwelche Feuer auf dem Bild? Nein. Die Sonne wird zur Finsternis und der Mond zu Blut. Hilft mir das bei den Feuern weiter? Nein. Bevor der Tag des Sees kommt. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Nichts, nichts, Pulver hier rein tun, Wasser färben. Eule. Was ist mit dir?
Mist, Mist, Mist. Galt hier irgendwas auf den Bäumen? Nein. Ein Baum, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Spitzhacke. Nix. So, das Feuer anklingen, da passiert noch nichts. Ah, Mann. Klingt alles gleich lang. Sieht gleich aus. Hallo? Eine Eule. Hier treibt eine Eule. Eule. Wasser. Spitzhacke. Bitte sag mir, dass jetzt die Eule weg ist. Macht ihr immer noch lustige Geräusche? Ja. Mist. So, bitte blöde Eule, sei weg. Ah, ich habe jetzt, glaube ich, sogar eine Idee. Ich muss vielleicht die Feuer immer anzünden, dass die Eule näher an die Insel rankommt. Mitte. Wandelt langsam hin und her. Ah! Mit der mittleren locke ich die nach vorn. Meine Güte. Eins, zwei. Ah, noch ein Stück. So. Jetzt nach vorn. Jetzt wollen wir sie wieder hier weiter nach rechts bekommen. 1, 2. Schauen wir mal. Vielleicht noch ein bisschen was. Und so. Jetzt auf uns zu. Und eventuell ist die jetzt am Strand. Oder auch nicht. Dann hoffen wir einfach mal, die andere Eule ist weg. Also die... Wow! Oh, oh, oh!
Das ist mal eine große, dicke Eule. Mit Zacke. Nein. Gut, kann man in die Kiste reinschauen. Ein Skelett. Deiner Mutter Gebeine. Ich habe meine Mutter gefunden. Am Strand. Ist das euer Ernst? Ob dahin Mutter vor. Kann man die hier ins Wasser packen? Nein. So. Wir bringen das Opfer. Oh. Magisches Pulver. Okay, was passiert, wenn wir das ins Feuer werfen? Magisches Pulver. Wow! Der Würfel entsteht. Macht hier immer noch lustige Tiergeräusche. Ja. Sehr gut. Meine Mutter auf dem Scheiterhaufen. Was ist da los? Warum war Mutter auf dem Scheiterhaufen? Schwarzer Würfel. Was ist das? Was kommt in der Klappe? In die Klappe rein. Beziehungsweise was kommt da raus? Hätten wir das anders lösen können? Macht ihr immer noch Geräusche? Ja. Ja, ist gut, Schwesterchen. Ich bin echt sauer auf euch. Meine liebe Familie. Gut, Mutti ist ja sowieso tot. Packen wir das mal hier rein. Klappe zu, Affe tot. Das war eigentlich erst die 9. Plage, oder? Dann drücken wir mal auf den Würfel und die Finsternis verschwindet. Ich glaube, mindestens eine Plage kommt noch. Von daher beende ich hier erstmal die Folge. Ich sage tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Das war mit Abstand das Schwierigste für mich dieses Mal. Ich glaube, so Sternzeichen und alles, was man sich merken muss, muss ich mir aufschreiben. So, aus dem Kopf, Gedächtnis funktioniert nicht mehr so gut. Wie gesagt, Ende dieser Folge Rusty League Paradise. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal.